Macht auch so richtig schön Glanz in die Haare. Perfekte Dupe zum Laura Mercier Setting Powder. Und hier habt ihr so eine richtig cremige Konsistenz. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Monat ist jetzt fast vorüber und deswegen wird es Zeit für meine Monatsfavoriten. Es sind wie immer Pflegeprodukte dabei, so ein bisschen Lifestyle-Produkte diesmal aber auch und auch Make-up-Produkte. Und es ist quasi schon so ein Monatsding, finde ich, geworden, die Lippenkombi des Monats. Also das, was ich auch jetzt gerade auf den Lippen trage. Irgendwie ist mir aufgefallen, wechsle ich zuletzt so richtig oft meine Favoriten für die Lippen, weil ich mich so oft austeste zuletzt. Und gefühlt jeden Monat habt ihr gerade so eine neue Lippenkombi, die ich richtig gerne mag, also Lip Liner und Lippenstift. Aber wir fangen jetzt mal an mit den Pflegeprodukten. Ich habe hier zuletzt richtig gerne wieder von Balea Med das pH 5,5 Hautneutral, die Cremeöldusche verwendet. Die ist mit Nachtkerzenöl für trockene und empfindliche Haut. Und das ist so eine richtig schöne Cremeöl-Lotion, die super schnell einzieht, die Haut gleichzeitig auch richtig weich macht und diesen leichten öligen Touch hat. Also es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Creme, aber wenn man das Ganze hier verblendet, ist das so richtig angenehm. Ihr seht auch, es ist so ein ganz leichter Schimmer bzw. Glow, weil das diesen leichten öligen Film hat, der jetzt aber nicht zu ölig ist. Also das zieht super schnell ein, es ist jetzt schon direkt eingezogen. Die Haut fühlt sich super weich danach an, also richtig zart, perfekt mit Feuchtigkeit versorgt. Alle trockenen Stellen gehen weg, also perfekt jetzt auch für die kommende Herbstzeit, wenn es so ein bisschen kühler wird und vielleicht die Haut wieder so ein bisschen trockener wird durch die Heizungsluft oder so, ist einfach wirklich eine richtig schöne Bodylotion, die total pflegend ist, schnell einzieht und die Haut richtig schön weich macht. Ein recht neuer Favorit ist von Jean Le die Micellar Lotion. Das ist nämlich quasi kein Micellenwasser in dem Sinne, sondern eine Micellenlotion. Für mich war das etwas eigentlich komplett Neues. Ich habe nie so eine Micellenlotion in meinem Alltag verwendet und bin jetzt eigentlich durch Jean Le erst darauf gekommen. Ist eigentlich für erste Falten steht hier drauf, aber das ist ein sehr ergiebiges Produkt. Also es ist sehr reichhaltig, hier ist nämlich auch Arganöl und Retinol drin, sehr feuchtigkeitsspendend. Und der Unterschied ist, dass bei einem Micellenwasser habt ihr so eine richtig wässrige Konsistenz und hier habt ihr so eine richtig cremige Konsistenz. Also auch wenn man das Ganze im Gesicht verteilt, fühlt sich das so richtig angenehm mit Feuchtigkeit versorgt an, zieht aber auch schnell ein. Der Duft ist sowieso richtig gut. Also ich liebe den Duft von dem Produkt und ist halt wieder perfekt für sehr empfindliche Haut und für Haut, die Feuchtigkeit braucht, die vielleicht gerade trocken ist. Ist ein super schönes Hautgefühl anschließend. Und danach kann man halt Serum, Creme und so weiter auftragen. Aber eine Micellenlotion kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Probiert das unbedingt mal aus, wenn ihr auch so trockene und empfindliche Haut habt. Ist viel schonender, finde ich, als ein normales Micellenwasser. Was ich aber auch richtig gerne mag, ist die Lippenpflege Olala von Be Routine. Ist vegan und die ist vor circa 2 Monaten, glaube ich, in die Drogerie gekommen. Die macht so richtig schöne, weiche Lippen. Der Duft ist halt auch richtig gut, der riecht so richtig frisch, also so richtig, so eine Mischung aus Aloe Vera, also so richtig, richtig, richtig frisch einfach, sehr angenehm, zieht auch recht schnell ein, dafür, dass es so dick und reichhaltig ist und versorgt die Lippen halt perfekt mit Feuchtigkeit. Also die Lippen sind danach so richtig gepflegt danach bei mir, haben so einen leichten Film, der die Lippen halt so richtig zart und weich werden lässt, aber wie gesagt, es zieht komplett ein. Aber man merkt dann halt immer so ganz leicht, dass man etwas auf den Lippen hat, weil sich dieser zart weiche Film auf den Lippen bildet. Wie so ein Schutz, wie so eine Ummantelung eigentlich, kann man sich das vorstellen. Also finde ich richtig gut. Ist mal ein Lippenprodukt aus der Drogerie, was die Pflege angeht, was ich echt gut finde und wo ich das Gefühl habe, meine Lippen vertragen das gut und werden nicht so süchtig danach und wollen immer mehr, sondern ich trage sie auf, wenn ich mal das Gefühl habe, ich bekomme trockene Lippen und dann war es das auch. Und die Handseife benutze ich auch gerade richtig gerne. Ich fülle die meistens immer nach. Also ich habe eigentlich die Nachfüllpacks hier zu Hause. Das ist auch von Jean Le die Rosemary Ginger Handseife. Die kennen wahrscheinlich alle. Selbst Phil hatte die früher in seiner alten Wohnung, meinte er, weil das so ein Duft ist. Irgendwie hat man den irgendwo mal gesehen, bei Freunden, Familie, wo auch immer, und hat sich gedacht, oh mein Gott, riecht das gut, was ist das? Und hat sich das dann wahrscheinlich nachgekauft oder auch nicht. Ist ja ein bisschen teurer, aber ist halt wirklich eine schöne Handseife. Vor allem ist für den Herbst und Winter den Geruch liebe ich, weil der so besonders ist. Also der riecht so richtig hochwertig, wie so eine Seife, die in einem teuren Hotel stehen könnte, finde ich. Also genau
daran erinnert mich das quasi. Es ist auf jeden Fall immer so ein Hingucker. Wenn sich Gäste damit die Hände zu Hause waschen, fragt eigentlich jeder immer, oh mein Gott, was ist das für eine Seife, die riecht halt mega gut. Also das ist so ein ganz besonderer Geruch. Müsst ihr unbedingt mal dran riechen, falls ihr die Möglichkeit habt. Dann hatte ich früher ja immer etwas für meinen Magen genommen. Das wollte ich mir eigentlich wieder nachbestellen. Das ist so ein Magen-Darm-Aufbau. Wenn man Blähbauch hat, das hatte ich von Herr One damals. Das war so ein Pulver, das man sich einrühren konnte. Es hat voll gut nach Erdbeere geschmeckt damals. Also es war auf jeden Fall etwas, was man gerne zu sich genommen hat. Es hat mir damals sehr geholfen. Das wollte ich eigentlich nachbestellen. Das war ausverkauft. Und stattdessen habe ich etwas Neues gefunden. Aber das nehme ich jetzt auch schon 2 Monate. Ich hatte mir dieses Nachfüllding bestellt. Also es ist dann so eine Papiertüte. Die könnt ihr aufschneiden und dann nachfüllen. Das ist halt das Praktische. Denn dann kann man das immer in diesem Glasgefäß haben, was ich halt immer sehr schön finde. Das ist jetzt von Her One Skin Glow. Das ist Marine Kollagen Plus, weißer Pfirsich und Hibiskus Kollagen. 100% natürlich, frei von Süßungsmitteln. Made in Germany steht hier drauf. Schmeckt halt auch richtig gut nach Pfirsich. Man rührt 3 Teelöffel in Wasser und dann verrührt man das Ganze und kann das dann einmal täglich trinken und das reicht dann auch aus. Und das Gute ist ja auch, dass Kollagen nicht nur der Haut hilft, sondern die Einnahme von dem Strukturprotein unterstützt auch starke Nägel, gesundes Haar und kann den Teint zum Strahlen bringen. Das ist mir halt bei mir vor allem auch aufgefallen. Man muss natürlich beachten, täglich sollte man das Ganze einnehmen und mindestens 6 bis 8 Wochen essentiell, damit sozusagen die volle Wirkung sich ausfalten kann. Also der Körper braucht auf jeden Fall immer Zeit, um den Wirkstoff zu verarbeiten. Das ist jetzt so kein Wundermittel über Nacht, aber ich habe das halt bei mir gemerkt, dass ich so einen richtig schönen Glow bekommen habe. Ich habe das aber auch recht schnell bemerkt, so nach ca. 2 bis 3 Wochen nach der Einnahme. Und dann dachte ich noch irgendwie, liegt das jetzt an meiner Pflege? Aber ich vermute halt wirklich, dass das daran liegt. Also ich finde das Ergebnis, wenn ich ungeschminkt bin, zuletzt halt richtig schön. Deswegen renne ich in meinen Stories auch zuletzt richtig viel ungeschminkt rum, weil ich das richtig gerne mag. Weil ich finde, das sieht so richtig fresh und gesund aus von der Haut. Also ich bin echt positiv überrascht. Und ich weiß, dass sehr viele immer ein Problem mit der Haut haben, hier mal nicht zufrieden sind, zu Unreinheiten neigen, was auch immer. Probiert das echt mal aus. Also hier ist, wie gesagt, weißer Pfirsich, Hibiskus und Kollagen enthalten, ist zu 100% natürlich und laktosefrei, no flavorings, glutenfree. Und hier steht nämlich auch nochmal drauf, bringt die Haut zum Strahlen, macht glänzende Haare und stronge Nägel. Also probiert das echt mal aus, wenn ihr aktuell nicht so mit Haut, Haare, Nägel zufrieden seid. Ich habe nämlich auch noch einen 22% Rabattcode, den ich euch auch gerne nochmal in die Infobox schreibe. Und da kann ich euch Her One auch nochmal verlinken. Also ihr könnt euch da auch echt mal umschauen auf der Website. Ich habe halt, wie gesagt, jetzt das hier geholt, weil das andere Produkt gerade bei mir ausverkauft war. Vielleicht habt ihr Glück. Ich werde jetzt nämlich auch direkt nochmal gucken. Inner Beauty hieß das, glaube ich. Und das war nämlich extra für Magen-Darm, damit man halt nicht diesen Blähbauch hat. Und da waren halt diese Milchsäurekulturen drin. Und das hatte mir damals sehr geholfen. Und es geht weiter mit den Haarprodukten. Ich habe zuletzt von Balea Plex Care die 2-in-1 Haarmaske richtig gerne verwendet. Man sagt ja immer, das ist so ein kleiner Olaplex Dupe. Kommt auch daran, finde ich. Und es ist halt einfach wirklich eine richtig schöne Maske. Hilft Lücken in der geschädigten Haarstruktur wieder aufzufüllen für chemisch behandeltes und geschädigtes Haar. Intense Repair Technologie mit dreifach Proteinkomplex und Aminosäuren. Ich habe das Gefühl, das macht die Haare danach einfach richtig weich. Man kann die Haare danach gut durchkämmen und sie sehen halt viel gesünder aus. Vor allem in den Spitzen merke ich das. Längen und Spitzen sind bei mir manchmal so ein kleines bisschen trocken. Und bei der Haarmaske, das ist wirklich für mich immer so eine kleine Wunderwaffe. Genauso wie auch Olaplex, das macht die Haare einfach wieder so richtig schön, glänzend, geschmeidig und schön aussehend danach. Aber hier auch für die Spitzen gebe ich immer das Plex Care Serum in die Haarspitzen. Ist auch für chemisch behandeltes und geschädigtes Haar. Und es ist halt so ein milchiges Serum. Verteile ich einfach immer in meinen Hornflächen und gebe das dann hier immer in die Spitzen. Und es macht auch so richtig schön Glanz in die Haare. Geruch ist in Ordnung. Also riecht sehr pflegend, riecht so wie frisch vom Friseur eigentlich. Und es macht aber so einen richtig schönen Soforteffekt. Olaplex hat ja auch so ein Serum, finde ich auch sehr ähnlich. Also das habe ich auch hier zu Hause von Olaplex, das Serum. Und ich finde beide wirklich krass ähnlich von der Anwendung und vom Ergebnis her. Und ihr seht, es ist direkt einfach Glanz in den Haaren. Und es sieht halt einfach gepflegt aus und nicht so trocken aus. Also für mich ein richtig schönes Produkt, mag ich total gerne. Dann ein Hitzeschutz, den ich jetzt fast aufgebraucht habe und den werde ich mir tatsächlich auch nachkaufen, weil ich davon ein riesengroßer Fan war. Von Schwarzkopf Taft Gliss Hair Repair. Lovely Long Multitasking Hitzeschutzspray. Bis zu 230 Grad Hitzeschutz, bis zu 95% weniger Haarbruch, Geschmeidigkeit
und langanhaltende Definition, Style und Repair. Ich habe halt das Gefühl, erstmal, es riecht mega gut. Also der Geruch ist schon mal sehr gut, wenn man sich das in die Haare sprüht. Und ich habe das Gefühl, das macht die Haare auch so richtig schön glänzend. Also ist für mich tatsächlich gleichzeitig immer so ein Styling-Produkt gewesen, weil erstmal, es sprüht richtig schön weit gefächert, lässt sich gut in den Haaren verteilen. Der Geruch, ich liebe ihn einfach. Allein deshalb würde ich mir das Produkt schon nachkaufen. Und natürlich habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass es gut schützt, also dass meine Haare gut umsiegelt sind, umschlossen sind, wenn ich da mit Hitze rangehe und sie einfach richtig schön glänzend aussahen. Also das ist ein Hitzeschutz, den ich sehr gerne genutzt habe. Und ich habe selten Hitzeschutzsprays, die ich mir eigentlich nachkaufe, weil ich immer so Team, ich taste mich mal durch bin. Aber hier muss ich wirklich sagen, fand ich so gut, dass ich es mir nachkaufen werde. Und das habe ich mir jetzt gestern erst wieder nachgekauft von Batiste, das Trockenshampoo Volumen. Ich weiß, viele sind kein großer Batiste Trockenshampoo-Fan. Ich mag auch einige Trockenshampoos von Batiste nicht so gerne. Ich finde sie in Ordnung, aber muss man nicht unbedingt kaufen, vor allem für das Geld. Aber das Volumen-Trockenshampoo, das ist einfach mein Favorit. Das ist für mich das beste Trockenshampoo, das ich kenne. Ich habe auch das Olaplex-Trockenshampoo hier zu Hause. Ich habe von Kerastase ein Trockenshampoo hier zu Hause. Ich finde, keins kommt an dieses Volumen-Trockenshampoo von Batiste. Es riecht gut, es macht die Haare wieder schön frisch gewaschen aussehen, nicht mehr so fettig. Also es nimmt richtig schön diese fettigen Rückstände aus den Haaren und es gibt halt gleichzeitig auch so richtig schönen Volumen. Ich liebe es und man kann dadurch immer auch so einen richtigen Push in die Haare machen, weil die Haare diese Struktur bekommen und richtig voluminös werden. Also von mir eine sehr große Empfehlung. Zu dem nächsten Produkt, es geht jetzt weiter mit Make-up-Produkten, werde ich nur kurz was sagen, weil ich habe darüber schon einmal was erzählt. Und zwar geht es um dieses Produkt von Catrice. Ich liebe es. Das ist jetzt die Nuance 20. Ich finde die tatsächlich am besten. Die passt am besten zu mir. Von Catrice das Soft Glam Filter Fluid, ein Glow Booster. Das ist einfach der krasseste Dupe zu dem Charlotte Tilbury Flawless Primer, den ich über Monate hinweg genutzt habe und geliebt habe und in zwei Nuancen sogar habe. Also ich habe sehr viel Geld damals für den Charlotte Tilbury Primer ausgegeben und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass man sich das Geld sparen kann und das Soft Glam Filter Fluid von Catrice nutzen kann. Es ist einfach genauso. Also ich sehe da keinen Unterschied. Es macht einen richtig schönen Glow auf der Haut. Es macht einen richtig schönen Weichzeichner. Man muss dann theoretisch gar kein Make-up drüber geben, weil die Haut wirklich so schön fresh aussieht. Wenn man Make-up drüber gibt, sieht das Make-up dann aber auch so richtig schön glowy aus. Also das macht ein richtig schön ebenmäßiges Hautbild, finde ich. Und ein Make-up-Produkt, was ich zuletzt wieder richtig gerne verwendet habe, das ist von M. Asam, das Magic Finish Make-up Fond de Teint. Hier ist dieses Mousse Make-up drin. Ich hole es eigentlich immer mit einem, ich zeige euch den Pinsel mal, den ich dafür verwende. Habe ich aus der Drogerie Expert Face Brush von Real Techniques. Und hier gehe ich einfach immer in mein Produkt rein und trage mir das dann direkt aufs Gesicht auf. Ich bekomme heute immer noch manchmal die Nachrichten, dass das Make-up viel zu dunkel für jemanden ist, der das halt gerade getestet hat und dass derjenige das nicht gut findet. Und ich denke mir immer, benutzt nicht zu viel. Also bei mir, es ist egal, ob ich käseweiß im Winter bin. Es ist egal, ob ich gebräunt im Sommer bin. Es sieht immer gut aus. Es gibt da keine Nuance. Es passt sich einfach perfekt bei meiner Haut an. Und auch bei meiner Freundin, die wirklich weiß ist. Die kommt gefühlt nie an die Sonne. Die benutzt das Make-up. Und sie meint auch, es ist wirklich ihr Favorit, weil es perfekt immer zu ihrer Haut passt und nicht zu dunkel ist. Und halt gleichzeitig einen Weichzeichner-Effekt macht. Das ist ja quasi Make-up, Puder und Concealer und Primer. So ist es nämlich auch noch in einem. Ich benutze da aber manchmal einfach den Flawless Primer hier drunter, beziehungsweise das Fluid von Catrice, was ich euch eben gezeigt hatte. Aber das Make-up macht wirklich so eine schöne, weichgezeichnete Haut. Also ich liebe es und benutze es aktuell eigentlich fast jeden Tag. Und dann auch ein Produkt, wo ich erst so vor einem Monat drauf gekommen bin. Der Dupe zum Laura Mercier Puder. Ich bin einfach so froh, dass ich diesen Puder hier von e.l.f. gefunden habe. Das ist der Halo Glow Setting Powder. Der ist einfach genauso schön cremig. Der fixiert genauso schön Concealer, Make-up, was auch immer ihr fixieren wollt. Mattiert, aber setzt sich dabei nicht so trocken ab. Also es macht keine trockenen Rückstände. Liegt wirklich richtig schön auf der Haut den ganzen Tag. Und ich bin ein riesengroßer Fan davon. Also das ist einfach wirklich der perfekte Dupe zum Laura Mercier Setting Powder. Dann auch ein Produkt, wo ich noch keinen wirklichen Dupe zu gefunden habe. Ich bin auf jeden Fall noch auf der Suche, weil irgendwo muss es etwas geben. Das ist nämlich sonst viel zu teuer, finde ich. Von Charlotte Tilbury. Benutze ich einfach gerade richtig gerne. Die cremigen Lidschatten. Ich habe jetzt zwei Nuancen, die ich tatsächlich gerade fast daily benutze. Und zwar einmal die Nuance Champagne. Die ist so ein bisschen heller,
Natürlich Champagnerfarben, wie der Name auch schon sagt, benutze ich richtig gerne auf dem Augenlid als Base quasi. Und so obendrum benutze ich dann immer die Farbe Amber Gold. Damit kann man auch alles verblenden. Es bleibt den ganzen Tag an Ort und Stelle und verschmiert nicht. Beim Auftragen kann man das tatsächlich auch mit einem ganz normalen Blendepinsel verblenden und das funktioniert super. Man kann sich das aber auch mit den Fingern auftragen. Mache ich zum Beispiel bei der hellen Champagnerfarbe ganz oft. Und das Wichtige ist einfach, es sitzt bombenfest den ganzen Tag, verschmiert nicht. Theoretisch benutze ich das auch manchmal als Base, gebe dann noch Lidschatten drüber in einer Farbe und das ist einfach auch die perfekte Base, weil dadurch der andere Lidschatten noch viel besser zur Geltung kommt und auch bombenfest den ganzen Tag sitzt. Also ich bin sehr begeistert von diesen cremigen Lidschatten von Charlotte Tilbury. Und jetzt kommen wir zu meiner Lippenkombi, die ich jetzt heute auch wieder drauf habe. Super natürlich, mag ich irgendwie gerade total gerne. Und zwar beides auch aus der Drogerie. Einmal von Maybelline, die Farbe Nude Whisper. Ich liebe generell die Lip Liner von Maybelline. Die sind schön cremig, die geben schön Farbe ab, halten auch recht lange. Und Nude Whisper ist für mich einfach wirklich so ein All-Day-Produkt, was man jeden Tag nutzen kann und was einfach super natürlich auf den Lippen aussieht. Mag ich persönlich ja richtig gerne. Und darüber gebe ich von NYX das Buttergloss in der Farbe Madeleine. Ist einfach auch wieder ein Gloss, wo ich wieder drauf gekommen bin. Habe ich schon bestimmt 1,5 Jahre. Und benutze ich immer mal wieder und dann richtig gerne und jeden Tag, so wie jetzt gerade. Und dann verliere ich das irgendwann wieder aus den Augen und benutze es einfach gar nicht mehr richtig. Aber das ist auch eine so schöne, nude, natürliche Alltagsfarbe, die wirklich immer geht. Auch zur Arbeit, zur Uni. Einfach für den Alltag perfekt, aber auch für abends zum Ausgehen. Ich finde halt diesen Buttergloss-Effekt auch richtig schön auf den Lippen. Macht die Lippen auch generell so ein bisschen weicher, kaschiert so ein bisschen die Lippenfältchen, also liebe ich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten abonniert auch gerne den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Es kommen hier immer Mittwoch und Sonntag um 18.30 Uhr neue Videos online. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns hier ganz bald auf meinem Kanal wieder. Bis dann. Tschüss.